Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie heißt es so schön? In guten wie in schlechten Zeiten, wobei momentan die schlechten Zeiten irgendwie ein bisschen die Oberhand gewonnen haben, oder? Haben Sie auch das Gefühl? Geht mir auch so. Also, Gold und Silber unter Druck, allerdings nicht nur Gold und Silber, das auch gleich vorweg, weil wir dann im Lauf der Sendung noch darauf zurückkommen werden. Wir haben Platin mit einem 10-Jahres-Tief, wir haben Palladium unter Druck, wir haben die Industriemetalle unter Druck, allen voran Kupferpreis, Nickel, Zink, Blei. Also die ganze Palette an Rohstoffen mittlerweile unter Druck und wir kommen auch gleich noch zu den Gründen, warum das so ist. Heute beginne ich mal mit dem Silberpreis. Das hat auch einen Grund, weil ich ein bisschen mehr auf Gold eingehen will und Ihnen zum Goldchart ein bisschen was zeigen will. Und da brauche ich dazu noch den Goldchart. Jetzt aber blicken wir auf den Silberchart im Jahreschart. Wir sehen schon 52 Wochen tief, natürlich alles andere als erfreulich, was uns da momentan ins Haus steht. Aber nochmal, es ist Druck auf den kompletten Rohstoffen im Prinzip im Moment. Und da nimmt sich eben Silber nicht aus. Und der Silberchart war sowieso ein bisschen Mysterium gewesen. Wir hatten so eine relativ enge Range, in der der Silberpreis umhergependelt ist und jetzt eben nach unten ausgebrochen. Brechen jetzt alle Dämme. Es sind wahnsinnige Kursziele, die mittlerweile kursieren. Ich habe tatsächlich von jemandem gelesen, also dieses 7-Dollar-Kursziel von dem Kollegen steht ja schon länger im Raum. Jetzt kam einer mit 4 Dollar um die Ecke und vielleicht sehen wir ähnlich wie bei Öl vor ungefähr 3 Jahren oder 4 Jahren, als es gewesen ist, sogar irgendwann negative Kursziele. Was heißt, die Lagerhaltung ist ja teurer und irgendwann sind die Läden froh, wenn sie es los sind. Also im Moment, ich würde ein bisschen so die Kirche nicht, wie heißt dieser Spruch, die Kirche würde ich mal im Dorf lassen. Ich würde nicht irgendwie hier gleich mit solchen Kurszielen hausieren geben. Natürlich schaut der Chart alles andere als erfreulich aus, aber es ist nicht so, dass jetzt gleich der Weltuntergang hereinbricht. Also viele sprechen jetzt schon davon, dass wir einen Crash haben und zwar jetzt wieder nicht auf Silber bezogen, sondern einen Crash bei den Edelmetallen haben. Wie gesagt, der Platinmarkt ist natürlich schwierig geworden, das heißt, Platin auch auf ein 10-Jahres-Tief gefallen. Hauptnachfrager ist die Autoindustrie, vor allem dort kommt Platin bei Katalysatoren zum Einsatz. Wenn natürlich jetzt die Elektromobilität ihren Siegeszug antritt, dann wird auf der anderen Seite die Nachfrage seitens der Autoindustrie geringer werden und das wiederum könnt ihr auf den Preis lassen oder lastet momentan auf den Preis. Das ist das Szenario, was gespielt wird und deshalb bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Haben, glaube ich, auch in der Sendung noch nie einen Platin-Produzenten empfohlen. Jetzt aber ganz kurz zum Goldpreis. Denn der schaut natürlich ähnlich aus wie der Silberpreis. Und Sie sehen schon, wir sind nach unten weggebrochen. Wir stehen im Bereich von 12,20, waren gestern sogar schon drunter gewesen. Es ist ein ganz, ganz harter Fight, der sich ja andeutet zwischen Bullen und Bären. Woher kommt der Druck? Denn wir haben ja im Prinzip wir haben sehr, sehr viele Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass der Goldpreis steigen müsste. Und es gab auch, glaube ich, bei den anderen Medien einen Artikel, die geheimnisvolle oder mysteriöse Kursrutsch des Goldes. Und da wurden Experten zitiert, die gesagt haben, eigentlich müsste Gold steigen. Es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr viele Faktoren gibt, die eigentlich den Goldpreis beflügeln sollten. Das ist zum einen die US-Inflation. Da kann man natürlich darüber streiten, ob wir eine richtige Inflation haben. Es könnte natürlich sein, dass wir mehr eine Inflation kommt, die aus dem Dienstleistungsgewerbe herkommt mit den steigenden Energiepreisen, aber wir noch keine Inflation haben im Sinne von Inflation, dass bestimmte Produkte knapp werden. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen so schnell, solange die Zinsen nicht deutlich steigen, denn natürlich können sie in einem Nullzinsumfeld Produktionskapazitäten quasi auch zu Nullzinsen ausbauen, also zu Null-Kapitaleinsatz, den sie fast nicht verzinsen müssen. Das heißt, also sie werden keine Knappheit bekommen, erst mit dem steigenden Zinsumfeld, das wir jetzt haben. Also es könnte tatsächlich so ein Wendepunkt sein. Also vielleicht ist es noch die falsche Inflation, die da vermutet wird, aber letzten Endes ist es ein Kaufkraftverlust des Geldes, den wir hier sehen. So, Inflation, COT-Taten schauen eigentlich gut aus. Natürlich können sie noch ein bisschen mehr bereinigt werden. Ich gehe davon aus, dass wir sie heute Abend sehen, dass wir noch eine stärkere Bereinigung der COT-Taten sehen werden, aber eigentlich sind wir hier im prozyklischen Kaufbereich, antizyklischen Kaufbereich bei Gold. Dann haben wir einen saisonalen Effekt. Ja, im Juli zieht normalerweise Gold ein Tief ein. Ja, haben wir gemacht, aber es wird dann auch irgendwann wieder reichen. Also normalerweise, dass es im Herbst hineinsteigt. Also auch von der Seite müssten wir eigentlich Unterstützung bringen. Dann kennen Sie vielleicht diesen Commodity-Index im Verhältnis zu Aktien, der anzeigt, dass Rohstoffe wahnsinnig unterbewertet sind im Vergleich. Aber auch hier braucht es eben diesen Turnaround nach oben, damit wir da eben Besserung sehen. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die eigentlich für den Goldpreis sprechen. Dennoch fällt der Goldpreis und ich glaube, ich habe es gestern auch mal rumgeschickt, ich glaube allerdings, es war an Abonnenten oder mal an Abonnenten gewesen, der Hauptgrund, wieso Gold so schwach ist, kommt von der Währungsseite aktuell. Wir haben eine wahnsinnige Stärke des US-Dollars gegenüber der vor allem chinesischen Währung. Und wenn Sie sich den Chart US-Dollar Renminbi mal darüber anschauen, dann werden Sie sehen, mit dem der Verfall des Renminbi, also der chinesischen Währung, geht einher mit dem Goldpreisverfall und auch übrigens der anderen Industriemetalle. Jetzt machen wir uns das mal ganz, ganz logisch klar. Was heißt das? Also die chinesische Währung wertet ab.
Entgegen aller Unkenrufe ist es nach wie vor so, dass alle größeren Commodity-Sorten, alle Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden. Das heißt, für den chinesischen Nachfrager ist es so, dass sich die Rohstoffe verteuern, weil eben die Währung abwertet. Und da China der größte Nachfrager auf dem Markt ist, 40% bei Kupfer zum Beispiel, der Weltnachfrage stammt aus China, das ist ähnlich bei Zink, ähnlich bei Nickel und auch im Goldbereich ist mit Indien so eines der zwei stärksten Länder der Nachfrage, wird im Prinzip für die Chinesen die Rohstoffe teurer, weil eben die Währung abwertet und dann lässt die Nachfrage nach, so zumindest die Theorie, wir werden das alles erst zeitversetzt hinterher erfahren, ob es tatsächlich so ist, aber das ist das, was der Markt momentan spielt und deshalb fällt der Preis eben für diese Rohstoffe dann auch. Ob das alles logisch ist am Ende, sei mal dahingestellt, aber das ist, glaube ich, das Szenario, was der Markt spielt und Sie gesagt, Sie können den Kurs vom Renminbi darüber legen und es ist quasi identisch, was Sie hier sehen momentan. Woher kommt die Schwäche? Naja, viele sagen, in den USA steigen die Zinsen und der Dollar wird zu steigen. Ich glaube, das ist vor allem diese Angst vor einem Handelskrieg ist und der jetzt auch zu einem Währungskrieg gibt. Jetzt gibt es ja erste Stimmen, die sagen, ja, mit dieser Dollarstärke, das sind die Amerikaner gar nicht so glücklich. Und das war gestern übrigens auch Donald Trump, der sich eingemischt hat und gesagt, hey, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was die Fed hier macht. Meines Erachtens müssten die Zinsen niedriger bleiben und der US-Dollar müsste schwächer sein. Man darf nicht vergessen, wo Trump als Hintergrund herkommt. Er ist ein bisschen im Immobiliengeschäft groß geworden. Und natürlich, wenn sie im Immobiliengeschäft groß geworden sind, sind sie ein Freund niedriger Zinsen. Also das auch mal ganz kurz. Also es gibt erste Stimmen, auch die Chinesen haben jetzt gesagt, wir möchten nochmal intervenieren. So gefällt uns das alles nicht, was hier abläuft. Obwohl sie eigentlich ganz glücklich sein dürfen bis zu einem gewissen Punkt, dass die Währung schwach ist. Ich glaube, wir sind mittlerweile in so eine Phase eingetreten, wo man so eine Übertreibung im Währungsbereich sehen. Das sehen Sie dann auch immer, wenn die Stimmen kommen. Normalerweise geht es dann noch ein Stück weiter, weil die drohen dann mit Interventionen, dann kommen die ersten Interventionen, dann sieht man, oh, die sind bloß kurzfristig und am Ende normalisiert sich das dann trotzdem auch ohne großartige Interventionen wieder. Von daher glaube ich, dass wir so in dieser Phase mittlerweile eingemündet sind. Aber es heißt auch, dass wir auf der Währungsseite vielleicht noch ein bisschen Druck bekommen könnten über die nächsten Tage. So, haben wir einen Crash? Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Charts, wo ich glaube, dass es eben kein Crash ist, den wir haben. Und zwar habe ich Ihnen Charts dabei von Goldproduzenten. Das sind alles Produzenten, also nicht irgendwelche spektakulären oder spekulativen Explorer, sondern alles Produzenten. Und Sie haben jetzt gerade den 6-Monats-Chart von Gold gesehen, der hier und dann so nach unten abgefallen ist. Schauen Sie mal an, Agnico Eagle. In Euro zwar, aber auch in Dollar schaut es nicht viel schlechter aus. Also wir sehen eigentlich einen Aufwärtstrend über der 200-Tage-Linie. Also die Aktie müsste eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass der Goldpreis richtig crashen wird, müsste es eigentlich ganz anders aussehen bei Agnico Eagle, aber es tut es nicht. So, ich habe mehr Charts wie Sie dabei. Ich habe McEwen Mining dabei. Ähnliches Bild. Auch hier schaut es eigentlich eher nach Ausbruch, nach oben aus, denn nach einem Kursverfall, den wir bei Gold und bei Silber sehen. Ich habe für Sie dabei, was habe ich noch dabei? Vestom, der glücklichste Kauf oder beste Kauf, den ich, glaube ich, bei Goldfolio jemals getätigt habe, im Mai gekauft. Und das ist unsere Kurzentwicklung. Vestom, kanadischer Goldproduzent, zwar ein kleinerer Produzent, aber ein Goldproduzent. Sieht auch nicht danach aus, als ob der Goldpreis, überraschenderweise sogar ein relativ hochpreisiger Prozent. Kirkland Lake Gold, auch hier, Sie sehen im Prinzip keine wirklich großartige Abverkauf oder sowas. Also es sind sehr viele Charts, die gut ausschauen. Und natürlich gibt es auch Charts, die schlechter ausschauen. Ich glaube, ich habe einen noch dabei für Sie. Oh, SSA Mining schaut auch gut aus, schaut auch eher aus, als ob die Aktie nach oben ausbrechen. Also Sie sehen diesen Kursabverkauf nicht, den Sie sonst sehen. Habe ich noch eine dabei? Ja, Goldcorp ist eigentlich eine, die sich schlechter entwickelt hat als viele andere. Aber trotzdem sehen Sie hier keine Crash-Szenarien. Also beim besten Willen, ich kann keine Crash-Szenarien stehen. Newman schaut ähnlich aus. Auch Barrick hat man ein paar Mal dabei gehabt. Das ist im Prinzip, ja, sie konsolidiert ein bisschen, aber sie können daraus keinen Crash ableiten. Also wir haben momentan die Situation, dass der Goldpreis nach unten geht, nach unten geht, nach unten geht. Und wir haben auf der anderen Seite sehr, sehr viele Charts von Goldproduzenten, die eher danach ausschauen, als ob sie nach oben ausbrechen möchten. Das ist eine Diskrepanz, die sie in irgendeiner Art und Weise auflösen müssen. Entweder liegen diese Charts hier alle falsch und die Minenaktien müssen noch runterkommen. Das ist möglich, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Oder aber der Markt spielt, dass dieser Abverkauf bei Gold ein temporäres Phänomen ist mit der anschließenden Erholungsbewegung und deshalb die Goldproduzenten nicht abverkauft werden. Das ist die Alternative, die Sie sehen. Also eins von beiden stimmt nicht. Entweder muss Gold irgendwann drehen und wieder deutlich ansteigen oder aber die Goldminenaktien müssen irgendwann noch runterkommen, weil sonst haben wir eine Diskrepanz. Ganz einfach die Rechnung. Gehen wir davon aus, dass wir ungefähr
ja, All-in-Kosten haben bei einem Goldproduzenten von $900. Ja? Ach, das ist tatsächlich etwas, was ziemlich furchtbar ist. Also wir haben $900 Produktionskosten. Jetzt ist der Goldpreis von 1.300 auf 1.200 gefallen. Das ist eine Roundbubble. Also ist er von 1.350 auf 1.220. Das haben wir jetzt $100 eingebrochen. Ja, von 1.300. Bei $1.300 hatten Sie $400 Marge. Bei $1.200 haben Sie $300 Marge. Also, Ihre Marge ist um 25% eingebrochen, operative Marge ist um 25% eingebrochen. Das hätte durchaus gerechtfertigt, dass in diese Goldpreisrückgang hinein die Minenaktien um die 20% verloren hätten. Aber diese Charts spiegeln eben genau das nicht wider. Also irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist faul. Entweder muss der Goldpreis nach oben oder die Minenaktien müssen nach unten. Ich bin ein Freund von der Goldpreis, muss nach oben, überraschenderweise. So, über First Majestic Silver müssen wir auch reden. Das ist ähnlich. Im Prinzip bis dahin war es herrlicher Aufwärtstrend gewesen gegen den Silbertrend und dann dieser Abverkauf. Allerdings ist dieser Abverkauf nicht etwa wegen dem Silberpreis gekommen, sondern wegen den Zahlen, die First Majestic gemeldet hat. First Majestic hat auf den ersten Blick sensationell gute Zahlen gemeldet. Man hat die Prognose übertroffen, man hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Aber das alles ging auf Sun Diamonds zurück, die Mine, die man die vor kurzem erst sich einverleibt hatte. Also man hat eine neue Mine gekauft Anfang des Jahres und die ist jetzt in die Produktion eingeflossen. Natürlich steigt damit auch die Produktion auf Jahressicht hin. Und es ist auch die wichtigste Mine. Es wird eine der Low-Cost-Minen für First Majestic werden, eine mit der höchsten Produktion. Gleichzeitig waren aber die anderen Minen durch die Bank relativ schwach gewesen. Insbesondere La Guitarra hat man auf Care and Maintenance gesetzt. Also das heißt, man hat die Mine vom Netz genommen und will sie eventuell verkaufen. Und ein Analyst hat geschrieben, okay, letzten Endes waren die Zahlen, obwohl auf den ersten Blick sehr, sehr gut gewesen, 20% unter seinen Erwartungen gewesen, von den anderen Minen ausgenommen, Sun Diamonds. Also mit anderen Worten, die Zahlen waren auf den ersten Blick gut, aber wenn man das ein bisschen genauer hingeschaut hat, und der Markt schaut da schon ein bisschen genauer hin, waren die anderen Minen noch unter den Erwartungen gewesen. Entsprechend kam dieser Einbruch. Ich glaube, es war sehr viel, was die Aktie verloren haben, es war aber durchaus auch berechtigt gewesen. Und nochmal, wir haben diesen Anstieg hier in einem Umfeld fallender Silberpreise gehabt oder auch Goldpreise, weil Gold ist ja auch noch ein wichtiges Metall für First Majestic Silver. Von daher würde ich jetzt einsteigen und auf eine schnelle Erholung hier hinrechnen. Glaube eher gesagt nicht, auch hier irgendwann wird diese Aktie auch Rückenwind von Seiten des Silberpreises benötigen, um weiter zu steigen. Wie gesagt, die Zahlen waren alles andere als begeistert gewesen. Ich habe noch eine Aktie dabei, da fliegen momentan die Fetzen und das ist Detour Gold und es ist auch einer der komischsten Charts, die Sie momentan anschauen können. Detour Gold ist ein Goldproduzent, Detour Lake Goldmine in Kanada, ist eines der größten oder das größte entwickelte nordamerikanische Goldprojekt, das nicht in der Hand eines Majors ist. So. Man hat relativ enttäuscht, es waren enttäuschende Zahlen gewesen, die Aktie ist nach unten abgerauscht, man, Minenplan musste man verändern, man hat Probleme mit den First Nations, also Vertretung der Ureinwohner gehabt und so weiter und so fort. Trotzdem ist das Ding noch über $2 Milliarden wert insgesamt, das Unternehmen. Und Sie haben einen Großaktionär mit 4, irgendwas Prozent und der heißt John Paulson. John Paulson ist ein sehr, sehr großer Investor, eine Hedgefonds-Legende, der allerdings auch in den letzten Jahren einige Probleme hatte mit seinen Empfehlungen. John Paulson hat dann eher gesagt, wir müssen das Ding verkaufen, weil er natürlich unter Wasser ist mit seinem Investment. Wir müssen das Ding verkaufen und wir müssen es auf den Verkauf stellen. So, das Unternehmen selbst war von der Idee nicht begeistert, man hat das Management ausgetauscht. Trotzdem John Paulson. Und jetzt hat er sich zu Wort gemeldet Anfang der Woche oder Mitte der Woche und hat gesagt, hey, es liegt ein Übernahmeangebot auf dem Tisch. Und das Unternehmen hat gesagt, hey, was? Entschuldige bitte. Ist überhaupt nicht wahr. Also er versorgt den Markt mit falschen Informationen. Er sagt natürlich, ah, und jetzt ist ein Board-Meeting anberaumt worden und es geht hinter den Kulissen, fliegen da richtig, richtig die Fetzen zwischen Management und John Paulson als Großinvestor. Er darf das im Prinzip nicht. Er kann natürlich nicht hergehen und kann sagen, hey, ich habe Informationen, die werde ich jetzt bei der Öffentlichkeit mitteilen. Es ist schon fraglich, wie er an die Informationen gekommen ist. Und dann ist natürlich auch noch fraglich, ob er die mitteilen darf. Das Management sagt, John Paulson versorgt den Markt mit falschen Informationen. John Paulson sagt, es liegt ein Angebot auf dem Tisch und jetzt gibt es ein Board-Meeting, wo sie sich mit Sicherheit mal aussprechen können und Nettigkeiten austauschen können. Ich glaube, das wird auch passieren. Also hier geht es richtig rund. Sollte tatsächlich einer sich an dieses Projekt rantrauen? Ja, die Mine ist riesig. Wir machen über 500.000 Unzen jedes Jahr in einer Mine. Riesiges Open-Pit-Projekt, aber ja, da liegt einiges im Argen und einiges hinter den Kulissen geht es richtig rund. So, in dem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende, auch wie gesagt, wenn der Goldpreis eigentlich keinen Anlass dazu gibt. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, nächste Woche mit
ich hoffe mal ein bisschen wieder positivere Grundstimmung, die so ein bisschen abhanden gekommen ist die letzten Wochen. In dem Sinn, machen Sie es gut. Servus. Ciao.